ist natürlich immer so eine Sache im Winter bei Schnee, irgendwo hier trockenes Feuerholz aufzutreiben. Aber es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wenn man den Trick einmal richtig raus hat und weiß, wo man suchen muss, dann ist es eigentlich ganz einfach. In den letzten Jahren wurden wir ja immer wieder von irgendwelchen Stürmen heimgesucht. Deswegen finden wir auch den ein oder anderen umgestürzten Baum. Hier liegt zwar etwas Schnee drauf, aber das Holz ist garantiert trocken. Hier sieht man es. Das knistert sogar. Hier können wir größere Stücke finden. Und hier oben, wo es abgebrochen ist, auch. Ja, also, da liegen jetzt zwar ein paar Schneeflocken drauf, aber das ist wirklich super trockenes Holz. Das kann man sich sammeln. Und man findet auch hier so kleinere Stücke, die man zum Anzünden nehmen kann. Wie ihr seht, das ist wirklich staubtrocken. Wir brauchen natürlich auch Anmachholz. Dafür eignen sich diese Äste hier hervorragend. Wenn ihr die so knickt, hört ihr das Knacken. Also das ist wirklich staubtrocken, das Holz. Das kann man super als Anmachholz verwenden. Hier haben wir so eine kleine umgestürzte Fichte, das heißt, die ist garantiert tot. Und hier haben wir die ganz dünnen Äste, die eignen sich wirklich hervorragend als kleine Zunderbasis, damit unser Feuer erstmal richtig in Gang kommt. Auch hier ist wichtig, wenn das Ganze knackt, dann ist es garantiert trocken. Dann sammelt ihr euch so ein paar Händchen voll. Von dem Kleinen kann man auch ruhig etwas mehr sammeln. Denn im Winter ist es wichtig, dass das Feuer erstmal etwas größer wird, dass die großen Äste auch besser Feuer fangen. Wenn ihr so ein Bündel gesammelt habt, dann reicht das in der Regel. Das ist zwei Hände voll ungefähr. Das ist mehr als genug, um ein Feuer bei den Wetterverhältnissen in Gang zu kriegen. Ja, hier habe ich noch ein kleines Beispiel. Wir haben hier eine umgestürzte Fichte. Und alle diese Äste, die hier oben so rausgucken, die sind wirklich staubtrocken. Auch die dicken hier, auch wenn man die nicht so durchgeknickt kriegt. Vor allem nicht mit einer Hand, aber geht, seht ihr? Den ganzen Baum kann man verwenden. Ich würde aber nur die aufrecht stehenden verwenden, die hier weiter unten sind, die so ja, ziemlich bodennah sind, wie der hier zum Beispiel. Der schwebt jetzt zwar 20 cm beim Boden, aber da kann man sich sicher sein, dass er auch Feuchtigkeit von unten abgekriegt hat. Ja, unser Anmachholz und den Reisig haben wir gesammelt. Jetzt bräuchten wir eigentlich etwas dickere Äste und diese abgestorbene Fichte hier eignet sich natürlich sehr gut. Die ist jetzt ungefähr 5 cm stark. Um das Feuer richtig schön in Gang zu kriegen, wäre das schon mal super. Die untersten 20 cm würde ich abschneiden, weil durch die Kapillarkräfte, die immer noch in den Baum wirken, zieht er halt immer noch Feuchtigkeit von unten. Und deswegen einfach die untersten 20 cm stehen lassen. Und dann könnten wir diese Fichte komplett mitnehmen. Die findet man eigentlich überall. Hier haben wir eine, hier vorne ist die nächste. Ne? Also die ist wirklich staubtrocken. Seht ihr das? Ne? Super trockenes Holz, super zum Feuer machen. Wie ihr seht, man braucht sich auf keinen Fall Sorgen machen, dass man nichts findet. Denn alles, was aufrecht steht, nicht auf dem Boden liegt, das kann man super verwenden. Ja, ich habe das Ding nochmal mit Wurzel rausgerissen. Und wie ihr seht,
hier die untersten 20 cm sind wirklich faulig. Und ich würde sagen, ab hier, ja gut, das wären jetzt ungefähr 30 cm. Ab 30 cm ist das hier verwendbar. Der Rest ist staubtrocken. Anmachholz und den Reisig haben wir gesammelt. Jetzt bräuchte man etwas, was auch wirklich Wärme spendet bei dem Wetter. Und das wäre so ein umgestürzter Baum. Der ist unten weggefault. Da kann man sich sicher sein, dass er keine Feuchtigkeit mehr zieht. Wenn so ein Baum oben einfach nur abbricht, zieht er trotzdem noch Feuchtigkeit. Wenn er aber unten wegfault, zieht er höchstens auf so 20-30 cm, so wie wir es eben gesehen haben, Feuchtigkeit. Und der Rest ist trocken. Also da liegt jetzt vielleicht ein bisschen Schnee drauf, das ist aber nicht so schlimm. Wenn man den ansägt und spaltet mit der Axt, dann werdet ihr sehen, da ist auf jeden Fall trockenes Holz drin. Hier ist ein wirklich sehr gutes Beispiel. Wie ihr seht, der liegt auf dem Boden, da liegt auch Schnee drauf und hier drunter, das ist einfach nur faul, nass, das ist überhaupt nicht mehr zu verwenden. Hier haben wir noch ein schönes Beispiel. Super trockenes Holz. Lässt sich super verwenden. Selbst dieses große Stück hier, das könnte man sich absägen und dann hat man ein super Stück, um ordentliches Feuer zu machen. Das, was hier so runterhängt und auf dem Boden liegt, würde ich nicht nehmen. Das geht hier noch einigermaßen. Wie ihr seht, man hört sogar, das ist wirklich staubtrocken, wie frisch aus dem Baumarkt. Wie ihr seht, es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk, trockenes Feuerholz zu finden, wenn man sich an die Regeln hält, dass man keine Äste nimmt, wo noch Laub oder ähnliches dran hängen. Und wenn man dieses Knackgeräusch hört, wenn man hier so einen Ast hat, und der dieses Knackgeräusch macht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dieser Ast trocken ist. Wenn man den abbrechen kann, ohne großen Kraftaufwand, also wirklich hier mit zwei Fingern, ne, dann ist das Holz staubtrocken. Selbst wenn da Schnee drauf liegt, gut, dann ist vielleicht ein Millimeter dieses Astes ein bisschen feucht. Aber der Rest ist trocken. Den kann man auf jeden Fall verwenden. Und von diesen Ästen gibt es hier jede Menge, ne? Hier, der will nicht. Das heißt, den nehmen wir nicht. Aber der Rest, den kann ich mit einem Finger hier wegknicken. Seht euch das an. Ich glaube, hier wandert ein Wolf. Die sind auf jeden Fall sehr frisch. Habe ich so noch nicht gesehen hier im Wald. Also ich würde jetzt sagen, das gehört zum Wolf. Es ist tatsächlich hier ein Rudel nachgewiesen. Aber das sah nach einem einzelnen Tier aus. Naja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und kann euch weiterhelfen. Jetzt wisst ihr, wo ihr trockenes Feuerholz kriegt im Winter. Beziehungsweise beim Schnee. Das funktioniert bei Regen aber auch genauso gut. Ja, ich verabschiede mich. Ich mache mich hier vom Acker, bevor ich noch vom Wolf gefressen werde. Macht's gut.